Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Salon unter dem Titel Wie bitte? Leichter gesagt als gelesen. Mein Name ist Freya Hewitt und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Was ich hier mache, erzähle ich Ihnen gleich genauer. Denn bevor es mit der Paneldiskussion losgeht, darf ich Ihnen ein kurzes Intro zum Thema geben. Und dafür möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich war für ein paar Wochen auf eine Grillparty, bei der ich nur eine Person kannte. Als mein Gegenüber mich gefragt hat, was ich beruflich mache, war ich zunächst zwiegespalten. Ob ich die Frage möglichst vage beantworten sollte, um das Thema zu vermeiden und nach einer spannenden, aber auch wirklich intensiven Arbeitswoche abschalten zu können, oder ob ich möglichst konkret und verständlich über meine Arbeit sprechen soll, weil es ja schließlich ein spannendes und wichtiges Thema ist und dadurch ein interessantes Gespräch entstehen könnte. Ich habe mich zunächst für Ersteres entschieden und die Frage plump mit "Ich bin Computerlinguistin" beantwortet und dann doch noch hinzugefügt, dass ich etwas mit Informatik und Sprache mache. Eine Freundin, die neben mir saß, hat noch schnell hinterhergeworfen, sie macht was mit einfachen, leichter Sprache. Mein Gegenüber kannte diese Begriffe offensichtlich nicht. Also habe ich kurz erklärt, dass es bei einfacher und leichter Sprache darum geht, Texte so zu verfassen, dass möglichst viele Leute sie verstehen. Mein Gegenüber hat in passender Weise irgendwas im Sinne von, ja, das führt zu dem Verfall der deutschen Sprache, vor sich hingemurmelt. Das Gespräch ging noch ein bisschen hin und her. Und ich glaube, ich konnte ihn am Ende davon überzeugen, dass unterschiedliche Arten, Sprache zu verwenden, gleichzeitig existieren dürfen und jeder Mensch das Recht auf einen gleichen Zugang zu Informationen hat. Ein paar Tage später fiel mir ein Buch von 1993 in die Hände. Auch damals wurde bereits von Klagen über den Verfall der deutschen Sprache gesprochen und darüber, dass diese fast so alt seien wie das Mittel der Sprachvereinfachung selbst. Ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass dies nach 31 Jahren scheinbar immer noch ein Thema ist. Ich musste wieder an das Grillpartygespräch denken und den Unmut meines Gegenübers und wie ich währenddessen Begriff erklärt habe, um mich verständlicher auszudrücken. Man könnte es auch so sagen: Mein Gesprächspartner, der in diesem Moment meine Zielgruppe war, sollte meine Botschaft verstehen. Das ist quasi das übergeordnete Ziel von leichter und einfacher Sprache, die Sprache möglichst verständlich zu gestalten, damit eine Zielgruppe Zugang zu den Informationen hat. Daher war es ziemlich ironisch, dass er anfangs skeptisch gegenüber der Vereinfachung von komplexen Inhalten war, wovon er unbemerkt in unserem Gespräch profitiert hatte. Wir sind mit Sicherheit weiter als vor 31 Jahren, dennoch haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Die Informationen, die im Internet in vereinfachter Sprache zu finden sind, scheinen zwar zuzunehmen, in unseren Recherchen haben wir jedoch auch gesehen, dass häufig nur Übersichtsseiten in vereinfachter Sprache angeboten werden, wenn überhaupt. In unserer Forschungsgruppe haben wir ein Tool entwickelt namens Simba, das deutschsprachige Texte automatisch vereinfacht. Wir möchten dazu beitragen, dass der Umfang der angebotenen Texte in vereinfachter Sprache erhöht werden kann. Und genau um solche digitalen Tools wie Simba, die das Ziel haben, mehr Teilhabe durch leicht und einfache Sprache zu ermöglichen, sind heute unser Thema. Ich freue mich sehr auf eine spannende Paneldiskussion und hoffe, dass es Ihnen genauso geht und übergebe damit an Katja Weber. Ich danke dir sehr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und bei diesen Temperaturen euch durch die Stadt bewegt habt, um hierher zu kommen und nicht, um irgendwie im Biergarten jetzt zu verschlumpfen und Fußball zu gucken. Herzlich willkommen. Super, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, ob ihr draußen schon mal auf den Monitor geschaut habt. Da läuft die Tagesschau in leichter Sprache, die Ausgabe von heute. Es geht los mit Julian Assange. Ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht und zitiere mal. Der Verfassungsschutz ist eine wichtige Behörde in Deutschland. Die Behörde beobachtet gefährliche Menschen in Deutschland. Der Chef von dem Verfassungsschutz heißt Thomas Haldenwang. Er hat gesagt, es gibt viele Gefahren aus dem Inland und aus dem Ausland. Das ist ein weiteres Beispiel für eine Nachrichtenmeldung. Die kommt in diesem Falle von nachrichtenleicht.de. Das ist die Nachrichtenseite des Deutschlandfunks in leichter Sprache, die, Freier hat es gesagt, dabei helfen soll, barrierefreie Informationen bereitzustellen für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen die unterschiedlichsten Deutschs nicht verstehen können. Also Nachrichtendeutsch, Behördendeutsch, Alltagsdeutsch, da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr.
Vielleicht liegt das an einer kognitiven Einschränkung, vielleicht ist Deutsch nicht Ihre Muttersprache oder. Ich vermute, auch da gibt es eine große Vielfalt, das klären wir gleich. Und auch, worauf es ankommt bei dieser Übersetzungsleistung, welche Bedürfnisse so eine heterogene Zielgruppe überhaupt hat, lässt sich das auf einen kleinen gemeinsamen Nenner runterbrechen? Und inwiefern kommen digitale Tools, du hast sie angesprochen, beim Übersetzen zum Einsatz und wo liegen da vielleicht auch Fehlerquellen? Wir diskutieren das bis 8 Uhr unter dem Titel Wie bitte? Und wenn ihr hier beim Zuhören denkt, wie bitte, wie war das im Mittelteil oder auch vielleicht ein empörtes Wie bitte, ich habe hier Widerspruch, dann gebt bitte ein Zeichen und dann können wir das aufgreifen. Und ich weiß auch, dass hier mindestens ein Auskenner in eigener Sache heute Abend hier ist, Arthur Hackenthal, dir schon mal herzlich willkommen. Und die Gäste hier vorne, die aus artverwandter, aber nicht ganz identischer Perspektive auf unser Thema schauen, möchte ich euch vorstellen. Als da wären Stefan Friese, er leitet das Projekt Einfach, mit AI geschrieben, aufgemerkt, das Arbeitsleben vereinfachen mit KI. Das wird gefördert seit Oktober 23, läuft noch bis März 26 und soll ein digitales Lernangebot darstellen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Angesiedelt ist das Projekt bei der Kopf-, Hand- und Fuß GmbH. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Stefan. Hallo. Vanessa Thiel ist aus München gekommen, richtig? Und hat zuvor an der TU München studiert und ein Studium abgeschlossen, und zwar das der Finanz- und Informationswissenschaft. Und dann mit zwei anderen ehemaligen Kommilitoninnen gegründet, nämlich so eine Art Übersetzungsprogramm, Google Translate oder sowas, vielleicht sowas Ähnliches wie Simba, das du angesprochen hast, in leichte Sprache, also Informationen von Behörden beispielsweise sollen für alle verständlich werden durch SUM-AI, habe ich das richtig ausgesprochen? SUM-AI, okay, ich dachte, das Doppel-M würde die deutsche Aussprache nahelegen. Da sind wir ja schon fast beim Thema, genauso wie bei Einfach mit AI. Jedenfalls herzlich willkommen, Vanessa. Und last not least ist Josefine Bilk hier. Sie arbeitet als Referentin für barrierefreie Informationen bei Capito Berlin, ein Übersetzungsbüro, das Texte aller Art, und derer gibt es nun wirklich einige, Verträge, Hausordnungen, Arbeitsblätter, Gebrauchsanweisungen und so weiter und so fort, übersetzt, überführt in leichte Sprache, und du arbeitest auch mit am Regelwerk der leichten Sprache und warst zuletzt Co-Autorin für den Band Leichte Sprache, Grundlagen, Diskussionen und Praxisfelder. Herzlich willkommen, Josefine. Dann bleiben wir mal bei den Grundlagen. Was ist leichte Sprache? Versetz dich in die Situation Partygespräch und du willst kurz und bündig mal sagen, worum es sich handelt bei deinem Arbeitsgebiet. Ja, also die Situation kenne ich, das kurz zu erklären, zumindest an diejenigen, die noch nicht davon gehört haben. Also es ist ein Konzept für eigentlich Schriftsprache, die auf sprachlicher, aber auch inhaltlicher Ebene Informationen vereinfacht darstellt und speziell entwickelt von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. einer sogenannten geistigen Behinderung. Mhm. Und wer legt fest, welche Regeln da zu beachten sind? Naja, zuerst ist das Ganze irgendwie aus der Praxis heraus entstanden, sodass, würde ich sagen, auch im sozialpädagogischen Bereich, also die Menschen, die mit der Zielgruppe zusammengearbeitet haben, auch die Regeln mitentwickelt haben, natürlich im Austausch mit der Zielgruppe. Und über die Zeit hat sich auch die Sprachwissenschaft zunehmend für das Konzept interessiert, die Regeln auf den Prüfstand gestellt und teilweise sozusagen bestätigt, aber auch in Frage gestellt. Und mittlerweile gibt es da doch einen größeren Austausch auch zwischen Forschung und Praxis. Und wir sind jetzt seit einiger Zeit schon dabei, über das Deutsche Institut für Normung da eine Art Norm, eine Vorstufe zur Norm zu entwickeln, um einen einheitlichen Standard zu schaffen. Genau. Also aktuell gibt es unterschiedliche Standards, zum Beispiel auch was die Anzahl der Worte pro Satz betrifft, gibt es, glaube ich, unterschiedliche Aussagen. Genau. Auch das Schriftbild kann variieren. Ich zitiere nochmal aus der Meldung, mit der ich angefangen habe, auch von Nachrichten leicht vom DLF.
Haldenwang hat zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Da sind dann jeweils diese Worte, die im Deutschen so schön einfach aneinander geflanscht werden, mit einem Bindestrich getrennt und die nächste Silbe wird dann einfach groß begonnen. Es gibt aber auch den Mediopunkt, wonach dann eine Kleinschreibung einsetzt und so weiter. Das ist sozusagen jetzt im Normungsprozess. Genau, also es gibt momentan viele verschiedene Regelwerke, also alle AkteurInnen in dem Bereich haben so ein bisschen ihr eigenes Regelwerk aufgestellt, wobei das Netzwerk Leichte Sprache da auch mit Vorreiter war und unter Beteiligung verschiedener Büros sowie auch Capito Berlin eins der ersten Regelwerke entwickelt hat, das auch recht überschaubar ist, bislang auch noch ja, zu weiten Teilen, sage ich mal, die Bezugspunkt ist, wenn es darum geht, leichte Sprache beispielsweise auszuschreiben, also da in dem Zusammenhang Aufträge zu vergeben. Ja, aber das hat eben zur Folge, dass Texte in leichter Sprache, also wer da mal recherchiert und sich unterschiedliche Texte anguckt, recht unterschiedlich sind, also sprachlich, inhaltlich, aber auch gestalterisch. Und das ist natürlich irgendwie, je wichtiger das Thema wird, und es gibt auch einen gesetzlichen Anspruch für bestimmte Personen von behördlicher Seite, also ist es wichtiger, dass leichte Sprache, sage ich mal, ein bisschen mehr glattgezogen wird, dass es einen einheitlichen Standard gibt und man dann insofern vielleicht auch besser beurteilen kann, ist das jetzt ein guter Text in leichter Sprache oder vielleicht nicht. Mhm. Mit welchem Standard arbeitet ihr bei SumAI? Ja, wir orientieren uns an den Netzwerkregeln für leichte Sprache und sind jetzt auch bei der DIN-Spezifikation, die Josefine gerade angesprochen hat, auch in der Kommentierungsphase mit dabei gewesen, um eben schon mal mitzubekommen, was ist denn jetzt eigentlich idealerweise so ein bisschen der Konsens, der sich aus den ganzen unterschiedlichen Regelwerken hoffentlich findet. Ja. Mhm. Wie lange dauert denn so ein Prozess der Normung und Regelfindung? Also dieses Verfahren, was da gewählt wurde, das ist das sogenannte Pass-Verfahren, was man gewählt hat, damit es möglichst schnell geht. Man musste dann jetzt aber, bin ich gespannt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Plan war eigentlich, das in gut einem Jahr abzuschließen. Mhm. Wir sind jetzt im vierten Jahr. Okay. Und ich sehe gerade noch kein Ende, aber ich hoffe ganz sehr, dass es in diesem Jahr kommt. Genau. Vanessa, nochmal zu dir und zu euch bei SumAI. Ich habe auf eurer Website gelesen, dass euch bei der Gründung des Unternehmens die Tante deiner Kommilitonin und Mitgründerin vor Augen gestanden ist. Was für Texte braucht die, beziehungsweise was funktioniert nicht zwischen ihr und den Texten, die sie sonst so hat? Ja, auf jeden Fall, genau. Also wir kommen im Gründungsteam, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich eher aus einem technischen Hintergrund und sind dann über die Tante von meiner Mitgründerin Flora auf das Thema leichte Sprache gekommen. Floras Tante hat eine leichte körperliche Behinderung, konnte deswegen früher nicht so lange zur Schule gehen. Und sie ist super politikinteressiert. Also gerade auch dieses Thema, was du angesprochen hast mit Nachrichten, da gibt es schon ein paar Angebote, jetzt zum Glück Schritt für Schritt mehr. Aber da kommt sie schneller mal an ihre Grenzen. Gerade wenn die Sätze lang werden, die Wörter komplizierter, dann bringt sie Sachen durcheinander oder hat Rückfragen und kann eben sich nicht selbst erschließen oder an die Infos kommen, die sie eigentlich gerne hätte. Mhm. Und darüber sind wir tatsächlich auf das Thema leichte Sprache gekommen, wo wir gesagt haben, man kann es ja auch jeder in einer bestimmten Situation nachvollziehen, dass man mal mit Texten konfrontiert wird, die man vielleicht nicht versteht. Und dass es da eine große Zielgruppe gibt, denen das sehr, sehr oft passiert und da noch längst nicht genug Texte für gibt, haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir da mit unserem technischen Wissen Unterstützung für bauen, damit es idealerweise mehr Texte geben kann. Mhm. Ja. Und wer nutzt euer Angebot bereits, also an Einzelpersonen oder Institutionen? Es ist ziemlich gemixt tatsächlich. Wir haben zwei Hauptbereiche, würde ich sagen, wo wir im Einsatz sind. Einmal im öffentlichen Sektor, das hat Josefine auch schon angesprochen, da gibt es eine bis zu einem bestimmten Grad gesetzliche Verpflichtung, was angeboten werden muss. Das heißt zum Beispiel Städte, Gemeinde, Landkreise, die das nutzen, um die kurzfristigen, kurzlebigen Infos auch in einer möglichst verständlichen Form anbieten zu können. Und wir arbeiten auch viel mit der Wohlfahrtspflege zusammen, wo das dann eher für die interne Kommunikation benutzt wird, also für Verträge, Arbeitsanweisungen, Gewaltschutzkonzepte. Aber das Coole ist, dass es tatsächlich immer mehr kommt und wir auch in anderen Bereichen Projekte machen, also für Kultur, Bildung, aber auch Unternehmen, die jetzt Schritt für Schritt mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch schauen, wie kann ich vielleicht ein sichtbares Zeichen für Inklusion setzen damit.
Was ist, wenn Unternehmen euch buchen oder die Dienstleistungen buchen? Was ist da die Motivation? Wir wollen Fachkräftemangel, andere Leute reinbekommen in den Betrieb oder, es klang jetzt eher so an, symbolischer Gehalt, wir wollen signalisieren, Inklusion ist bei uns was, was wir mitdenken. Sowohl Zweiteres als auch tatsächlich zu sagen, ich habe komplizierte Texte und ich weiß es und deswegen sind vielleicht meine KundInnen auch zu einem bestimmten Grad frustriert oder ich erreiche nicht alle und dann den Mehrwert tatsächlich sehen, zu sagen, es hilft sowohl der Zielgruppe als auch zu einem bestimmten Grad mir selbst als Unternehmen, weil ich mir Nachfragen erspare und ein bisschen mehr Wertschätzung auch den KundInnen entgegenbringe, indem ich es so verständlich wie möglich mache. Okay. Ich habe jetzt natürlich sofort im Kopf, wenn du sagst, so komplizierte Texte, denke ich sofort an Beipackzettel bei Medikamenten, wo ich auch weiß, dass die Pharmazeuten sehr unzufrieden sind und auch versuchen, das wirklich mal so zu kondensieren, dass das Wichtige in verständlicher Art und Weise draufsteht. Denke ich da in die richtige Richtung oder sagst du, nee, das ist nicht unsere Baustelle? Theoretisch ja, aber tatsächlich ist unsere Baustelle aktuell eher Informationen auf Webseiten, FAQs, Produktinformationen. Beipackzettel ist, glaube ich, was da... Next Level. Genau, Next Level. aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja. Jetzt müssen wir noch verstehen, Stefan, woran ihr bei Einfach arbeitet. Der Name ist ja schon mal nicht so einfach, wenn man den nur so hört. Das sind immer so die Arbeitstitel, die man sich dann für Anträge ausdenkt. Und die funktionieren dann tatsächlich bei Förderinstituten, aber weniger, wenn man dann in die Praxis reingeht. Als ChatGPT in die Öffentlichkeit kam, war das bei uns im Team, wir sind ein kleines Team, wir sind knapp 20 Leute. Und ein Teil von uns war total begeistert, weil wir unglaublich produktiver wurden in Einzelfällen. Und weil wir im Team eben sehr heterogen sind, auch bei uns im Team sind Personen, die unter dieses Label fallen, mit Lernschwierigkeiten, haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal ausprobieren, wie funktionieren diese Systeme, Gemini, ChatGPT, Copilot, wie die Dinger alle heißen. Ich glaube, meinen Werbeblock habe ich jetzt durch. Wie funktionieren die eigentlich für diese Personengruppe? Und funktionieren sie? Und wenn sie nicht funktionieren, warum funktionieren sie nicht? Es gibt ja bestimmte Anforderungen, wie ich quasi einen sogenannten Prompt gestalte, um ein Ergebnis zu bekommen, mit dem ich dann arbeiten kann. Und das war so ein bisschen der Anlass, zu sagen, okay, prinzipiell funktioniert das. Jetzt lass uns doch mal schauen, dass wir ein Lernprogramm dafür entwickeln, dass die Leute in der Lage sind, solche Systeme für sich im Alltag zu nutzen. Wofür würde ich die nutzen? Was wäre der prototypische Anwendefall? Eine Bedienungsanleitung zu bekommen, die ich nicht einfach jetzt erstmal irgendwie aus dem Netz rausfische, sondern einfach, ich habe ein Chat-System, dass ich fragen kann, wie funktioniert meine Spülmaschine? So, und dann kriege ich eine Antwort und dann kann ich ja so ein Stück weit verfeinern. Dann kommt meistens die Frage, um welche handelt es sich? Wenn ich das Bewusstsein dafür habe, dann kann ich es eingeben. Ansonsten funktioniert das generell. Bedienungsanleitung. Überhaupt, wenn wir Leute haben, die, ich möchte Excel lernen. Wozu möchtest du Excel lernen? Was willst du machen? Ja, ich will irgendwie meinen Tag strukturieren. Okay, und meistens sitzt ja dann eine Arbeitsassistenz daneben oder eine Person, die quasi irgendwo unterstützend tätig ist. Die ist aber nicht ständig zur Verfügung. So, und dann war der Anlass, okay, lass uns mal ausprobieren, können diese Personen solche Systeme für sich selbst wirksam nutzen, um eben Ergebnisse zu bekommen, um Aufgaben selbstständiger zu erfüllen. Das war im Prinzip der Hintergrund und wir arbeiten dran mit Arthur. Arthur gibt mir einen Hinweis, was funktioniert nicht. Meistens versuche ich eher ihn zu verstehen als er mich. Aber das ist im Prinzip die Motivation gewesen, warum wir uns mit einem Lernprogramm auseinandersetzen, das KI-Systeme. Und was ist mit den viel zitierten Halluzinationen der KI, wenn die einfach Bullshit antwortet? Das ist eine gute Frage. In dem Bereich kamen wir tatsächlich noch nicht. Also ist auch für uns erstmal so, dass wir dann ja Fragen stellen müssen, die so spezifisch sind, dass ich erstens als Nutzer oder Nutzerin verstehen muss, dass diese Antwort tatsächlich nicht faktisch falsch ist. Das ist mit der Personengruppe in der Zusammenarbeit erstmal noch nicht vorgekommen, weil es relativ einfache, simple Sachen sind. Wie komme ich mit der Bahn von A nach B? Oder ich möchte, was hast du mal gefragt? Du hattest mal gefragt, wie kann ich Inklusionsberatung in einem Fußballstadion machen? Und das sind ja jetzt keine sehr komplexen Fragestellungen, aber die helfen schon. Weil ansonsten müsste irgendwie eine Person daneben sitzen und dann eine Antwort geben. Also mit der Qualität der Antworten wart ihr bislang zufrieden?
Oder gab es so welche, wo ihr dachtet, wir haben den Fokus noch gar nicht so sehr auf die Qualität der Antworten an sich gelegt, sondern eher, wie motiviere ich oder was sind quasi Fragestellungen im Arbeitskontext? Da tun sich manche andere Fragestellungen auf, die erstmal nichts mit einer Nutzung von einer KI zu tun haben, sondern eher mit dem Verständnis von Arbeit, Arbeitszeiten, so eher motivatorische Fragen, die dahinter stehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen leichter und einfacher Sprache? Irgendwie so gedanklich liegen die ja sehr dicht beisammen. Ja, und also rein intuitiv kann man auch gar nicht so richtig sagen, dass die Begriffe irgendwie direkt einem Aufschluss darüber geben, was jetzt der Unterschied ist. Sie haben sich mittlerweile etabliert und sind relativ klar definiert. Also leichte Sprache eben speziell eigentlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt und von der Sprache an sich sozusagen nochmal einfacher als die einfache Sprache. Und die einfache Sprache ist ein Konzept, existiert im Grunde eigentlich auch schon ziemlich lange. Also Verständlichkeitsforschung gibt es seit über 100 Jahren. Und die einfache Sprache richtet sich mehr an, so sage ich mal, die Allgemeinbevölkerung. Und da ist die Zielgruppe relativ divers. Also ob das jetzt Menschen sind, die eben nicht Deutsch als Muttersprache haben und sich auf dem B1-Level ungefähr befinden, oder Menschen, die vielleicht keinen Schulabschluss haben und dann an einem Job gekommen sind, wo sie nicht mehr wirklich lesen mussten und das auch vielleicht ein Stück weit verlernt haben. Also auch gering literalisierte Personen. Es ist eine relativ bunte Mischung, muss man sagen. Also die sind eher Zielgruppe der einfachen Sprache und an sich, also du hattest ja schon gesagt, eine Besonderheit bei der leichten Sprache ist, dass man eben zusammengesetzte Substantive mit Bindestrich trennt. Das kann man natürlich auch in der einfachen Sprache machen, aber es ist weniger häufig und an sich ist die einfache Sprache so auf den ersten Blick, wenn man so einen Text liest, nicht als eine Sonderform der Sprache erkennbar. Sie sollte sich einfach gut lesen und ja, auf inhaltlicher Ebene gibt es eigentlich auch keine Beschränkungen. Es können sehr ausführliche Texte sein zu Fachthemen, also ja, aber trotzdem achtet man natürlich da verstärkt auf Verständlichkeit und auch gute Struktur beispielsweise. Jetzt lieb ich ja natürlich als Journalistin und dann auch noch Hörfunk, also du hast keine visuelle Ebene, bildhafte Sprache, ja, oder gerne auch Vergleiche, auch super beliebt im Journalismus, Alliterationen, Aufzählungen und so weiter und so fort. Da würdest du überall mit dem Rotstift durchgehen, oder? Fliegt raus. Würde ich jetzt nicht pauschal sagen, also es kommt auf das Sprachbild an. Ne? Ist es aus sich heraus verständlich oder braucht man eigentlich eine Art von Wissen, um es zu verstehen? Also ein Beispiel ist immer die Rabenmutter, die ja die schlechte Mutter sozusagen ist, warum auch immer, es hat sich so etabliert und um das, dieses Sprachbild zu verstehen, muss man eben das wissen. Und das ist zum Beispiel bei Deutschlernenden in der Regel bei in Bezug auf den Begriff zumindest jetzt nicht unbedingt gegeben. Also da muss man vorsichtig sein mit solchen Sprachbildern und Alliterationen. Wenn ich jetzt an Personen denke, die vielleicht auch Probleme beim Lesen haben oder eher ungeübte LeserInnen sind, für die könnte das tatsächlich auch etwas störend sein, wenn, ja. Wäre dann nicht eigentlich Text-to-Audio die Antwort, also nicht in zu lesende leichte Sprache transferieren, sondern in gesprochene leichte Sprache, also Audioausgabe? Ich denke, in vielen Fällen ja. Also gerade wenn die Lesefähigkeit relativ gering ist, das Hörverstehen ist meist besser, auch bei Fremdsprachen sozusagen, aber auch bei MuttersprachlerInnen. Insofern ja, in vielen Fällen denke ich auch, wäre das eine gute Lösung. Jetzt brauche ich in allen möglichen Lebenslagen Informationen und muss die dann auch bewältigen können. Das ist natürlich immer das Problem, finde ich, bei Audio. Ja, das Zurückspulen ist halt doch nerviger, als einfach mit dem Auge 2-3 Zeilen zurückzugehen. Wir müssen aufs Bürgeramt, wir brauchen öffentliche Dienstleistungen, wir gehen analog einkaufen, wir machen Online-Shopping, wir sind beim Arzt, wir machen Online-Banking, haben diverse Messenger, bla bla bla, Video-Anrufsysteme und so weiter. Welche dieser Textwelten sind am schwierigsten zu übersetzen? Gibt es so eins, wo vielleicht eine Übersetzerin in leichte Sprache gleich sagt, okay, viel Spaß? Ist das eine Frage an mich? Oder? Eigentlich Vanessa. Ich dachte, vielleicht kommen bei euch diverse rein, aber du kannst auch gleich antworten. Ich glaube, du hast da auch wahrscheinlich gute Stories. Aus unserer Erfahrung kommt es nicht unbedingt darauf an, welches Medium es ist, sondern welche Art Text es ist. Und ein Beispiel, was bei uns öfter mal aufkommt, was der Super-GAU ist, sind Parteiprogramme. Die sind nämlich
meistens gewollt vage gehalten und die leichte Sprache versucht, Sachen so konkret wie möglich zu benennen. Und auch aus den passiven Formen in eine aktive zu überführen. Genau. Und das ist ja meistens alles im Stande der Absichtserklärung. Genau, und wenn dann der Ausgangstext natürlich schon nicht sehr konkret ist, dann fällt es auch besonders schwer daraus, was Konkretes in leichter Sprache zu machen. Also ich glaube, es kommt nicht unbedingt auf die Form an, also ob das jetzt eine WhatsApp-Nachricht ist oder ob das ein Nachrichtentext ist, sondern ich glaube, es kommt eher darauf an, wie konkret und inhaltlich verständlich auch der Ausgangstext schon ist. Aber da hast du vielleicht auch noch andere Erfahrungen gemacht. Oder gibt es Textgenres, die du noch schlimmer findest? Ich kann das nur bestätigen. Also je greifbarer das ganze Thema ist und das, je mehr es mit der Lebensrealität der Person zu tun hat, desto besser verständlich ist es und desto einfacher ist es natürlich auch bei der Übersetzung. Also alles, was sich so im Abstrakten bewegt, ist doch relativ schwierig dann auch näher zu bringen, weil leichte Sprache auch gezielt mit Beispielen arbeitet und wenn es diese Bezüge dann irgendwie nicht gibt, beeinträchtigt das die Verständlichkeit der Texte, ja. Und wie ist das im Gespräch mit ChatGPT oder Kollegen? Kann ich im Prompt sagen, bitte antworte in leichter Sprache und vielleicht sogar noch angeben, nach welchem Standard? Ja, ich kann's. Wenn ich eine geringere Erwartung an die Antwort habe. Also es ist tatsächlich so, dass wir es klar erstmal ganz naheliegend ausprobiert haben, kann das System Texte vereinfachen. Mhm. Das praktische Ergebnis war dann immer, dass, sagen wir mal, 80% war tatsächlich einfacher zu verstehen, aber es baut immer mal so Begrifflichkeiten rein, wo wir alle davor saßen, was? Und dann haben wir versucht, okay, erklär mal diesen Begriff einfacher. Dann hat es den Begriff einfacher erklärt, hat aber wieder einen neuen Begriff, der da drin dann irgendwie zu Schwierigkeiten geführt hat. Also an sich sind diese Systeme tatsächlich nicht dafür geeignet, jetzt Texte so zu vereinfachen, dass sie entsprechend den Normen oder den Vorstellungen von dem, was einfache, leichte Sprache entspricht, umzusetzen. Also da funktionieren die eher weniger. Mhm. Wir machen es tatsächlich so, dass wir sie schon nutzen, um gewisse Sachverhalte nochmal anders auszudrücken, weil als Mensch bin ich da auch limitiert und ich bin kein Übersetzer. Aber ich nehme mir das dann quasi, habe eine einfache Erklärung und dann gehe ich in den Austausch mit den Personen, dass wir dann quasi nochmal dialogisch versuchen, das aufzuklären. Mhm. Klingt für mich jetzt so, als wärt ihr noch in dem Stadium, wo ihr mit vielen Leuten viel Zeit investiert, um dann eine brauchbare Antwort rauszuholen. So ein bisschen schon, wobei wir versuchen natürlich da Systematiken zu erkennen, die man per se dann auch in Technologie umsetzen kann. Also wir haben die Möglichkeit, relativ schnell auf bestimmte Infrastruktur zurückzugreifen und auch mal, ich nenne das mal Panzertape-Style, mäßig einfach mal schnell was umzusetzen wie einen Bot, der dann schon entsprechende Erkenntnisse mit enthaltet. Eher dann so Frage-Antwort, 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 Frage-Antwort. Um dann zu entsprechenden Verständnisthemen zu kommen. Mhm. Gibt es denn vielleicht von euch dreien im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema so ein, zwei Erkenntnisse, was ich machen kann, um im Handumdrehen einen komplizierten Satz zu vereinfachen? Du hattest es vorhin schon genannt, also schauen, dass ich möglichst im Aktiv formuliere. Das zwingt mich einfach auch dazu, die handelnden Akteure zu benennen, sofern es sie denn gibt. Und ja, teilweise bietet es sich auch sehr an, die LeserInnen direkt anzusprechen. Also wenn von denen was Bestimmtes verlangt wird, weil sie, weiß ich nicht, irgendeine Leistung beantragen und da bestimmte Schritte sozusagen erfüllen müssen, dann macht es Sinn, die konkret anzusprechen. Und ansonsten schaut man natürlich irgendwie auch auf die Wortwahl. Sind das gebräuchliche Wörter, bekannte Wörter, gibt es da vielleicht noch eine kürzere Form, die eigentlich eingängiger ist, und das ist schon, sag ich mal, der Grundstock. Mhm. Und irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Ich glaube auch, das Thema konkrete Beispiele mit dazu zu bringen, baut so ein bisschen auf das auf, was Josephine gerade am Ende nochmal gemeint hat. Oft benutzen wir Begriffe, und man hinterfragt schon gar nicht mehr, was bedeuten die Begriffe eigentlich für mich. Und wenn man das mal versucht und dann selber den Begriff für sich eben mit einem konkreten Beispiel untermalt, dann hilft es zumindest mir, aber auch meistens meinem Gegenüber generell, dass sowas verständlicher ist. Hast du ein Beispiel für ein Beispiel? Ich denke nochmal drüber nach. Gerade nicht, nee. Wir nehmen auch andere Gebote.
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich eher nach, was verstehst du unter dem Begriff frage, wobei das jetzt gar nicht mal nur an diese einzelne Person gerichtet ist, sondern im Team tatsächlich prinzipiell. Da ist so ein bisschen das Stichwort, weil es für uns eine Rolle spielt, Neurodiversität. Wir haben alle so unterschiedliche Denkmuster, weil wir aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Und dann hat man den Begriff, meinetwegen jetzt schwieriges Wort für den einen oder anderen und die eine Lernschwierigkeit. Was verstehst du da drunter? Und dann versuchen wir erstmal so einen Konsens zu finden, um da von diesem gemeinsamen Konsens wieder in den nächsten Schritt reinzugehen. Also ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, für mich selber Überlegungen anzustellen, wie drücke ich es richtig aus, weil ich es selten schaffe, sondern dann frage ich einfach, verstehst du das, was ich ausdrücken will? Ist der Gedanke erstmal verständlich? Und dann kommen wir meistens weiter. Seid ihr schon mal auf Sachverhalte gestoßen, die unübertragbar waren in leichte Sprache oder wo ihr dachtet, okay, jetzt wird die Komplexität derart geschrumpft, dass das Ergebnis vielleicht verständlich ist, aber nicht mehr richtig? Das ist letztendlich die Gratwanderung, ne? Weil die sprachliche Vereinfachung natürlich auch dazu führen kann, dass der Inhalt eigentlich entweder banal ist oder falsch und beides wollen wir nicht. Also ich würde sagen, so in diesem im Kunstbereich ist es teilweise schwierig. Also wenn wir da mit Ausstellungstexten zu tun haben, es kommt immer drauf an, aber da gibt es schon manchmal viele Worthülsen und wenn man das dann runterbricht, bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Das, denke ich, ist ein Bereich, wo man an die Grenzen gerät. Mhm. Und gibt es irgendwelche Bypasses? Also ich meine, vielleicht ist ja die Erkenntnis dann auch, da steckt gar nicht viel Sinn drin. Genau. Also so eine Textsorte Leitbild ist da auch ein Paradebeispiel. Ich meine, das ist immer ein schwieriger Prozess, überhaupt so ein Leitbild zu erstellen. Viele Personen arbeiten daran mit, aber oftmals geht es dann hauptsächlich auch darum, bestimmte Begriffe da unterzubringen und die eigentliche Aussage schwirrt da irgendwo dazwischen und die dann rauszukitzeln und dann hat man am Ende vielleicht doch nur 5 relativ klare Sätze und das Original ist 2 Seiten lang oder so. Und ich lerne Französisch und ich weiß, es gibt französische Klassiker facil einfach, damit eben auch Leute wie ich auf B1-Level so halbwegs schnallen, was bei Madame Bovary los ist. Zum Beispiel gibt es auch die Idee literarische Werke, ja, Thomas Mann mit so Sätzen, die so über 4, 5 Seiten gehen. Und ganz am Ende kommt überhaupt auch erstmal das Verb, wodurch man den Rest überhaupt erschließt, was da gerade Phase war. Gibt es auch so die Idee, zum Beispiel Klassiker in leichte Sprache zu überführen? Und Thomas Mann, was ihm vielleicht im Grabe wehtun würde, aber er kann sich ja nicht wehren, in Sätze zu bringen, die nur 8 Worte lang sind? Die Idee gibt es auf jeden Fall und es gibt auch schon ein paar Beispiele. Also es kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber was mir spontan einfällt, ist Der kleine Prinz, der, glaube ich, auch in leichte Sprache übertragen wurde. Im Bereich der einfachen Sprache gibt es da wesentlich mehr Beispiele, weil man einfach auf Satzebene und Inhaltsebene da noch mehr Möglichkeiten hat als bei der leichten Sprache. Und natürlich, um die Stoffe irgendwie näher zu bringen, wäre es wünschenswert, wenn da vielleicht auch mehr passiert. Gleichzeitig kann man natürlich auch einfach ganz neue Geschichten erzählen in leichter Sprache. Und das passiert auch. Ja? Ja. Also es gibt Autorinnen und Autoren, die sagen, das mache ich Kinderbuch, Sachbuch, Belletristik in leichter Sprache. Gibt es, ja. Mhm. Genau. Mich würde noch Entschuldigung, ich will dich nicht abwürgen. Ihr könnt hier einfach reinreden, das mache ich auch die ganze Zeit. Bei der Beantwortung bin ich ganz Pragmatiker. Wenn ich sowas wie ein Hörbuch habe, warum soll ich dann lesen? Also das ist quasi das Feedback, was wir bei uns aus dem Team rauskriegen. Warum sollen so hoch oder solche Literatur quasi in leichte Sprache überführt werden, wenn ich zuhören kann? Mhm. Du hattest das ja vorhin schon angesprochen, wenn ich den auditiven Zugang habe, fällt es mir leichter als den sehr starken Aufwand zu betreiben, etwas lesen zu müssen. Mhm. Von daher stellt sich dann tatsächlich manchmal so ein bisschen auch doch durchaus eine Sinnfrage. Und die möchte ich gleich an euch auch richten, die Sinnfrage oder die Verständnisfrage. Habt ihr Nachfragen, habt ihr Anmerkungen, gibt es Anwendungsbereiche aus eurem Erleben, aus denen ihr was beitragen könnt, dann tut es gern. Ihr müsstet mir ein Handzeichen geben, dann kommt ein Mikro zu euch, damit alle was davon haben. Ihr könnt euch aber auch noch Bedenkzeit nehmen. Nee, du fasst dir ein Herz. Bitte schön, da kommt das Mikro. Hallo, ich bin Anja.
Ich finde das Thema sehr spannend. Also ich lerne das gerade auch, wie die Begrifflichkeiten sind. Und ich befasse mich tatsächlich mit einer Textform, die sehr dafür geeignet ist. Ich schreibe Spielregeln. Mhm. Und das ist ja so eine Textform, die alle Leute hassen zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Das stimmt. Und es ist total wichtig, das einfach zu formulieren. Und deswegen denke ich, gibt es auch so, es ist super für mich, auch die Regeln mir anzugucken, um darüber auch noch was zu lernen. Wie kann ich das einfacher formulieren? Das ist aber jetzt total spannend. Das heißt, die Spielregeln, also ich denke an Wizard, ja, dieses Kartenspiel. Und wir sind fast durchgedreht im Urlaub, weil wir sehen, dass andere Menschen es mit großer Leichtigkeit gespielt haben. Und wir standen alle mit dem Fuß auf dem Schlauch und haben es nicht geschnallt. Und hinterher hast du es dann doch verstanden, ja, nach achtfachem Studium. Das heißt, die Spieleentwickler schreiben die gar nicht selbst, sondern die suchen sich Leute, die ihre wahrscheinlich 1000 DIN A4 Seiten in so ein kleines Faltzettelchen reinbekommen. Um Gottes Willen, nein. Also ich meine, es kommt ja total auf den Spieletypus an. Aber es ist tatsächlich so, wenn man ein Spiel entwickelt, heißt es, dass man einen Prototypen macht und eine Spielregel dazu schreibt. Aber wenn dann ein Verlag sich dafür entscheidet, das zu veröffentlichen, geht das dann durch 1000 Hände und wird wird versucht, das Bestmögliche zu machen. Aber es gibt diverse Workshops, wo auch die Verlagsmitarbeitenden versuchen zu lernen, was sie noch besser und einfacher machen können. Mhm. Und es gab tatsächlich auch mal einen Preis, der hieß die Essener Feder. Ich weiß nicht, ob es ihn aktuell noch gibt. Da wurde die beste Spielregel des Jahres ausgezeichnet, weil allen Menschen bewusst ist, dass es ein großes Thema ist, Spielregeln so verständlich zu schreiben, dass möglichst viele Leute es sofort verstehen. Mhm. Danke für den Beitrag, total spannend. Hast du noch eine Frage an eine Person hier, die du loswerden möchtest? Das war's gewesen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ihr habt doch noch ein bisschen, aber ihr könntet auch jetzt schon vorpreschen. Bitte sehr. Hallo, ich bin Elisa, ich bleibe sitzen. Wir sehen uns gut. Ich arbeite im Bereich Wissenschaftskommunikation und was ich wahnsinnig interessant finde, ist die Frage, wie man mit künstlicher Intelligenz oder Formen von automatisierter Übersetzung halt sehr detaillierte Themen übersetzt. Ja? Also das heißt, ob man mehr in einem Kontextverständnis bleibt oder ob man tatsächlich den Versuch macht, sehr in die Tiefe zu übersetzen, was automatisch zu einem sehr langen Text führt oder zu einer sehr langen Veranstaltung, weil man recht weit braucht, bis man das Wort Tiefseebergbau und alles, was dazugehört sozusagen, so weit gut alle ins gleiche Bild führt, damit man dann in ein Gespräch darüber kommen kann. Genau, und das würde mich total interessieren, wie eure Erfahrung mit in der technologischen Arbeit sozusagen ist, aber auch in der einfachen Übersetzungsarbeit. Ja? Also wie tief brauchen wir es tatsächlich, damit wir alle auch in einem Inklusionsgedanken alle miteinander ein gutes Gespräch führen können. Das ist dann vielleicht die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der für alle funktioniert, oder ist das eine Illusion und man braucht doch eine große Streuung? Also ich kann vielleicht aus technischer Sicht ein bisschen was dazu sagen. Also das ist genau das Thema, wo sich unser Tool mit beschäftigt. Bei uns ist erstmal der Anspruch, dass der Inhalt gleich bleibt, also dass wir erstmal alles, was im Ausgangstext steht, auch versuchen, in einer leichten Form wiederzugeben. Manchmal gibt es aber, genau wie du gesagt hast, feststehende Begriffe, für die gibt es einfach kein kurzes Synonym oder ein leichteres Wort. Und die kommen, also was sie bedeuten, kann auch vom Kontext sehr doll abhängen. Und was wir bei uns zum Beispiel mit anbieten, ist nochmal ein zusätzliches Werkzeug für die RedakteurInnen, also für die Personen, die die Texte dann in leichte Sprache übersetzen, dass man sich nochmal Erklärungen zu Begriffen erstellen lassen kann. Und dann kommt man auch wieder in so ein Fass ohne Boden. Ich hatte letzterst ein Gespräch, da ging es darum, dass man Schulbuchinformationen in eine leichte Sprache bringt. Und dann ging es um Geschichtsinformationen. Und dann kommt man wirklich von einem Topf in den nächsten. Ja, wenn ich jetzt irgendwie den Mauerfall erkläre, dann muss ich erstmal erklären, was ist denn eigentlich die Berliner Mauer? Und dann muss ich erklären, okay, woher kommt die eigentlich? Und dann kommt da so ein Rattenschwanz von Themen. Und ich glaube, das ist genau da, wo man am besten mit seiner Zielgruppe zusammen reingeht. Also kleinster gemeinsamer Nenner. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wer sitzt auf der anderen Seite. Und das ist ja auch das, was du meintest, ne? Diese Nachfragen stellen und so ein bisschen in den Austausch kommen. Und
ich glaube, da gibt es nicht unbedingt einen kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern man muss sich viel damit auseinandersetzen, für wen genau möchte ich gerade eigentlich meinen Text zugänglich machen und dann in der Zusammenarbeit rausfinden, wo reicht es jetzt vielleicht, weil natürlich ein 200-seitiger Text auch wieder eine Barriere ist. Ja. Mhm. Wobei ich da tatsächlich eher so die Stärke von technischen Systemen ausspielen würde. Ich würde das gerne mal in einem Paradigmenwechsel nehmen. Wir reden immer, für wen machen wir es eigentlich? In dem Erstellen von diesem Lernprogramm lernen wir gerade so ein bisschen, wie können wir diese Unterschiedlichkeit, die auf der anderen sitzt, eigentlich adressieren? Technische Systeme haben nun mal den Vorteil, dass sie das Potenzial zumindest bergen, hochpersonalisiert zu arbeiten und dann über Medien, also unterschiedliche Medien anzubieten, weil wenn ich jetzt einen Text habe und versuche, da schwierige Begriffe in Textform weiter zu erklären, kann es schwierig werden. Aber ich kann ja dann quasi automatisiert in Bewegbilder gehen, in Bilder. Und je nach Bedarf kann der Nutzer oder die Nutzerin dann ja entscheiden, was hilft mir gerade. Und das ist das, was wir auch gerade ausprobieren. Kriegen wir es hin, dass die Leute eine Meinung für sich entwickeln, was ihnen hilft und was ihnen nicht hilft? Das klingt total trivial, weil wir alle gewohnt sind, relativ schnell zu entscheiden, ja, ist gut, ist nicht gut, ist bei der Personengruppe aber tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das viel mit Vorerfahrung, mit Diskriminierungserfahrung zu tun hat. Die freie Äußerung von dem, was ich eigentlich brauche und was ich möchte, ist gar nicht so trainiert bei der Personengruppe. Und da die Abfrage mal zu stellen, hilft dir ein Bild, hilft dir ein Text, hilft dir der Text in der Form, hilft dir eher das Gespräch, sind quasi erstmal so Grundlagen, die wir da machen. Aber prinzipiell sehe ich das Potenzial in KIs, dass die hochpersonalisiert quasi Inhalte zur Verfügung stellen können. Das kann Text sein, das kann auch, ich nenne das mal jetzt so eine Art Dialogsystem sein, das kann Bewegtbild sein, wie auch immer. Das Wichtige ist ja, wie adaptiere ich die Information? Und die kann mal komplexer sein, oder dann spielt die Komplexität eigentlich keine Rolle mehr, weil ich habe so ein bisschen, mein Kritikpunkt an der leichten Sprache ist tatsächlich dieses Thema Vereinfachung. Und in meiner Arbeit ist nun mal ein komplexes Thema, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Bedürfnisgehalten und etc. Und da versuche ich schon dann eher in den Inhalt zu gehen und da den Konsens zu haben, als jetzt in der Oberflächlichkeit und wie sagen, okay, du hast es verstanden. Dann hake ich lieber nach, so lange, bis ich irgendwie eine Rückmeldung bekomme, okay, wir gehen in die Richtung. Also ist auch hier natürlich dann das Reden von einer Zielgruppe eigentlich eine Irreführung, weil das wahnsinnig heterogen ist, wer mit welcher Fragestellung und welchen Bedürfnissen solche Texte oder auch Videos etc. pp. Nutzen will. Bräuchten wir also im Grunde sowas wie so einen Schieberegler, der uns so durch verschiedene Komplexitätslevel führt? Also wo ich, wenn ich zum Beispiel merke, nee, das habe ich jetzt so immer noch nicht verstanden, nochmal einen Schritt zurückgehen kann? Also ist dann vielleicht gar nicht der eine Text der Alleinseligmachende? Bestimmt nicht. Und so wie du es beschreibst, klar, wenn der einzelne User in Interaktion mit dem System tritt und für seinen individuellen Fall da Fragen stellen kann, tiefer gehen kann, sich bestimmte Dinge nochmal erklären lassen kann, dann ist das sicherlich ein guter Weg. Aber ob es jetzt die Wissenschaft ist oder ein Unternehmen oder auch Behörden, wer auch immer, möchte ja auch bestimmte Informationen platzieren. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob es jetzt... egal, händische Übersetzung oder Übersetzungstool, wie tief geht man da rein? Nimmt man alle Details mit oder eben nicht? Und ich denke, da hast du auch schon einen guten Punkt gesagt. Die Zielgruppe ist entscheidend. Je besser ich sie irgendwie definieren kann, vielleicht sogar eine Fokusgruppe mache, um irgendwie mal ein Gefühl dafür zu bekommen, inwiefern gibt es denn zu dem Thema Vorwissen oder eben nicht? Wo liegen so Interessenpunkte? Dann kann ich danach den Text auch besser ausrichten. Und die Frage ist natürlich auch, welche Informationsabsicht habe ich? Also will ich überhaupt erstmal über ein Thema, von dem die meisten noch nie gehört haben, das kurz vorstellen, irgendwie einen Einstieg bieten, und wer sich dann tiefergehender damit beschäftigen will, dem biete ich auch noch mehr an, ja. Ich denke, das ist irgendwie von Fall zu Fall unterschiedlich, kann man gar nicht so genau sagen. Im Zweifel wäre meine Meinung, ein kurzer Überblickstext ist besser, auch wenn er vielleicht noch nicht alle Details und Abwägungen enthält, als irgendwie nur diesen sehr elaborierten, langen Detailtext zu einem Fachthema zu haben. Weiß ich gar nicht, ob dir das jetzt in deiner praktischen Arbeit so hilft. Ich stelle mir vor, du bist in der Pressestelle von einem Institut, einer Uni oder einer anderen Forschungseinrichtung, und
du hast auch, selbst wenn es die technischen Hilfsmittel gibt, wahrscheinlich menschlich nicht die Kapazitäten, um jetzt unterschiedliche Levels aufzusetzen und Fokusgruppen abzufragen, oder? Also du brauchst wahrscheinlich am Ende die eine Pressemitteilung und nicht die 20 unterschiedlichen. Ja, das stimmt, weil... Ja, das stimmt, weil ich brauche schon manchmal schon einen kleinen, wie soll man sagen, einen kleinen Tritt irgendwo hin, weil die leichte Sprache ist halt, ich will nicht sagen komplex, aber ich sag mal so, die leichte Sprache ist halt die leichte Sprache und nicht hier eine Sprache, die man mal so mal spricht in den Nachrichten zum Beispiel, die wir hier auf dem Bildschirm gesehen haben. Mhm. Tagesschau in leichter Sprache. Tagesschau in einfacher Sprache. Mhm. Und die Kapazität oder die Konzentrationsfähigkeit von Menschen mit Down-Syndrom, dazu zähle ich mich auch, ist nämlich ziemlich, wie soll man sagen, Menschen mit Down-Syndrom denken langsamer als andere Menschen. Weil wir sind, also ich sag mal, ich denke immer so, ich lebe in Bildern. Ich spreche in Bildern. Zum Beispiel spreche ich von, wenn ich zum Beispiel, das geht Stefan manchmal auch auf den Senkel, aber ich spreche gerne von, zum Beispiel, wenn ich was vergleiche, nehme ich gerne Bilder aus dem Harry Potter-Universum. Weil das ist meine Sprache, die ich nutze. Harry Potter. Naja, Harry Potter-Sprache nicht, aber Bildsprache. Das heißt, ich, oder das, wie auch immer, ich benutze halt sozusagen diese Szenen für die Situation, die ich habe. Und die gleiche Sprache nutze ich auch. Sei es von, die gleiche Sprache von so und so, Capito zum Beispiel. Aber das ist nichts gegen Capito, keine Sorge. Und was sind Sachen, wo du sagst, ja, das ist jetzt genau das, was ich nicht verstehe, oder hier ist meine Konzentrationsfähigkeit zu Ende, das ist zu komplex, weil ihr seid ja Sparringspartner. Du gibst ja Rückkopplung zu dem, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Naja, ich sag mal schon mal im Voraus, ich will niemanden in die Pfanne hauen. Aber ich sag mal so, zum Beispiel so eine Worte, so eine Fremdworte, wie zum Beispiel intellektuell, zum Beispiel. Das verstehe ich nicht, zum Beispiel. Oder kognitiv. Weil... Oder was Stefan vorhin sagte, Neurodiversität, genau. Ne? So. Oder Neurodiversität. Mhm. Weil damit kann ich gar nichts anfangen. Weil ich war ja, als ich... ich war bei der Republika. Und da war ein Professor, der hat über Neurodiversität gesprochen. Und ich habe nichts verstanden. Gar nichts. Und leider musste ich feststellen, dass dieser Professor ein Professor war von einer Kollegin aus unserem Projekt. Und deswegen merke ich immer, dass die leichte Sprache zwar genutzt wird, aber manchmal, aber meistens auch nicht. Zum Beispiel, sei es mal im Bundestag zum Beispiel, benutzen die auch keine Sprache. Ich kenne eine Politikerin, auch, und nicht persönlich, keine Sorge, die heißt Corinna Rüffer und von den Grünen. Und sie hat nämlich auch gesagt, dass leichte Sprache wichtig ist, damit alle Menschen es verstehen können. Und da steht auch in der UNBRK, dass leichte Sprache benutzt werden muss. Sei es Menschen mit Lernbehinderungen oder Menschen mit, oder wie man im Fachjargon sagen würde, Menschen im autistischen Spektrum zum Beispiel. Weil ich glaube, ich denke immer, leichte Sprache muss man immer benutzen. Vielleicht nicht jede Minute. Nicht jede Minute, Nanosekunde, Sekunde, aber ich finde, das gehört dazu.
Vielen Dank. Ich würde dann tatsächlich den Ball gleich aufgreifen und deiner Hintersitzerin mal zuspielen, weil ich vermute, dass diese Forderung leichte Sprache immer und überall, du dann aus der Wissenschaftskommunikation kommst, sagst, sorry, können wir nicht machen. Also es muss ja auch die wissenschaftliche Öffentlichkeit verstehen. Oder würdest du sagen, doch, dieser Anspruch ist prinzipiell schon so, dass man den zumindest verfolgen sollte? Eigentlich schon. Ich meinte deine Hintersitzerin, die aus der Pressestelle, stell mir vor, du bist in einer Pressestelle, keine Ahnung, ob das stimmt. Das stimmt leider nicht, aber das macht überhaupt nichts, weil die Herausforderung ist, glaube ich, ganz genau die gleiche. Ich arbeite in einem Museum und es ist so, dass es sowohl in Dialog, also in Veranstaltungsformaten, als auch in genau so, was du dir vorstellst, in geschriebenen Texten, der Fall ist, dass man nach dieser Übersetzungsarbeit sucht und dass sich die Frage von Komplexität stellt und wie tief geht man in Details. Man hat immer die Möglichkeit, glaube ich, für alles Formate zu finden. Man muss nur sozusagen die Kapazität bauen und sich da reindenken und überlegen, wie das gut funktionieren kann. Deswegen finde ich den Austausch total interessant und frage mich trotzdem, wie tief ins Detail kommt man zusammen, um Gespräche zu führen. Ja, weil das heißt, sozusagen ohne das diskriminieren zu wollen, aber wer eher einfache und leichte Sprache versteht, aus welchen Gründen auch immer, ist tendenziell nicht die Person, die wissenschaftlich in der Tiefe arbeitet. Ich meine Grundlagenforschung oder naturwissenschaftlich tiefe Forschung. Ich glaube, dass dann die Herausforderung und das gute Ziel ist, gesellschaftspolitisch die Inhalte gesellschaftspolitisch so zu übersetzen, dass sie diskutierbar werden, dass man über Anwendungen spricht. Und das ist sowohl Aufgabe, eine sehr schöne Aufgabe, als auch dann trotzdem die Formatfrage, wie man das angeht, ne? Und wie man sozusagen sich immer wandelnde dynamische Inhalte in diese Übersetzung bringt, weil es nicht darum geht, einen Text, der einmal feststeht, zu formulieren. Das ist super einfach. Da findet man eine Peer Group dafür und man erarbeitet es gemeinsam. Easy peasy steht dafür 5 Jahre auf einer Tafel, fein. Schwieriger ist das mit einer Veranstaltung, die einen Abend lang dauert und am nächsten Abend stellt sich die gleiche Frage wieder zu einem komplett anderen Inhalt. Mhm. Und deswegen, da kommt das Interesse an Automatisierung her oder auch an diversen Teams oder beidem, weil nur so kann man es schaffen. Also ganz pauschal kann ich es auch nicht beantworten, aber ich denke, es ist wirklich auch da wieder themenabhängig. Also künstliche Intelligenz ist ja so ein gutes Beispiel dafür, ne, dass seit einer ganzen Weile in aller Munde ist und auch von vielen Seiten ja die Bemühung besteht, das näher zu erklären, GPT-4 zu erklären, das System dahinter, weil das Interesse sehr groß ist und weil es einfach auch eine große Relevanz hat. Und je relevanter das für die Gesellschaft ist, desto notwendiger ist es aus meiner Sicht, sich da auch um Verständlichkeit zu bemühen. Also davon ist es stark abhängig. Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt bei der Frage, wie tief kann und will man gehen. Es klang gerade auch schon so ein bisschen an. Also natürlich habe ich die Möglichkeit, verschiedenste Sachen im Detail ohne das Weglassen von Informationen in leichte Sprache zu übertragen. Aber unter Umständen kommt dabei ein extrem langer Text heraus, der dann eben nicht mehr zielgruppenadäquat ist, weil Konzentrationsschwäche besteht zum Beispiel. Und dann wird halt nur ein Drittel davon gelesen und ganz viele wichtige andere Dinge, die in dem Text noch stehen, werden dann eben gar nicht mehr gelesen. Deshalb muss man dann teilweise eben schon auch kürzen und bestimmte Sachen, ob das jetzt Beipackzettel sind, aber auch Bedienungsanleitungen, auch was nicht Patienteninformationen, also alles, was so auch im medizinischen Bereich sich bewegt, da muss ja auch eine gewisse Rechtsverbindlichkeit gegeben sein. Ne? Also die Leute, die das herausgeben, die für die Produkte verantwortlich sind, die stehen dafür und müssen dann eben auch dafür haften und auf schriftlicher Basis. Auch bei Verträgen muss es eben dann im Detail teilweise festgehalten werden. Und da sind dann ist das dann doch der Fall, wo diese Sache, die ich unterschreiben muss, beim Arzt dann mehrere Seiten lang wird? Weil sobald es juristisch wird und mit Versicherungen und Geldstrafen irgendwie bewährt ist, vermute ich mal, dass deine Auftraggeber sagen, nee, das kommt da rein, das können wir auf keinen Fall streichen. Und das kommt auch rein. Und die Fußnote brauchen wir auch. Und den Fachbegriff.
Genau, solche Fälle gibt es. Also bei der einfachen Sprache, da kommen wir eigentlich ganz gut mit solchen Dingen zurecht. Und da ist es dann auch das Endergebnis jetzt nicht unbedingt umfangreicher als das Original, aber eben besser verständlich und trotzdem juristisch geprüft und löst im besten Fall das weniger gut verständliche Original ab. Bei der leichten Sprache hängt es einfach davon ab, wie komplex ist eben der Ausgangstext und lässt sich das auch noch justiziabel vereinfachen oder ist es vielleicht dann doch nur eine Handreichung und am Ende muss man dann irgendwie doch das Original unterschreiben. Ja. Wie ist es bei euch, Vanessa, wenn der Text, den ich mit eurem Tool übertragen lassen möchte, eben eine gewisse Rechtsverbindlichkeit beinhaltet? Stelle ich mir vor, bin ich als Auftraggeberin auch nicht mehr so ganz lässig, sondern versuche auch von euch oder über euch einen Text zu generieren, der dann vielleicht doch nicht so weit weg ist von dem, den ich schon mitgebracht habe, oder? Ja, also dieses Thema Rechtssicherheit ist, glaube ich, eine Keule, die ziemlich oft geschwungen wird. Was bei unserem Tool ja der Fall ist, ist, dass die Auftraggebenden selbst damit arbeiten. Das heißt, da sitzt dann jemand, der den Ausgangstext kennt und versteht, vielleicht selbst sogar Jurist oder Juristin ist und übersetzt dann mit Hilfe von unserem Tool den Text in eine leichte oder einfache Sprache. Das heißt, da sind wir gar nicht unbedingt mit dabei. Wir unterstützen natürlich und wie gesagt, diese Frage kommt sehr oft auf und wie du auch schon meintest, bei der leichten Sprache wird es tatsächlich öfter so gelöst, dass es als Zusatz deklariert wird. Also dass klargemacht wird, dass rechtssichere Dokument ist weiter der Ausgangstext, aber ich biete eine Handreichung an, ich baue eine Brücke, indem ich den Text auch in leichter Sprache zur Verfügung stelle, aber unterschrieben wird der schwierige Text. Ja. Genau, genau. Okay, also dann, das ist dann sozusagen der Schleichweg hintenrum. Ja, voll. Jetzt sprechen wir, beziehungsweise ich habe es bei der Tagesschau gefunden, die spricht davon, dass es etwa 17 Millionen Erwachsene in Deutschland gibt, die Probleme damit haben, komplexe Texte zu verstehen. Das ist eine enorme Zahl, das ist fast jede fünfte Person. Ist das die Größenordnung, die Zahlen, mit denen ihr auch arbeitet? Ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wen man in die Gruppe reinzählt oder auch nicht, gibt es da sicherlich auch unterschiedliche Zahlen. Ja, das ist aber, glaube ich, so, dass belegt durch Studien aktuell die Zahl ist, ja. Das ist eigentlich ein riesiger Markt und wir haben jetzt hier mit dir, Vanessa, zumindest schon eine Person auf dem Panel, die versucht, den zu erschließen. Du, Freya, hast vorhin Simba angesprochen, ein anderes Tool. Ploppen die gerade aus dem Boden sozusagen, eure Konkurrenten und Mitbewerberinnen, weil das ja eigentlich auf dem breiten Weg liegt, dass man ein Fünftel der Bevölkerung auch mit Informationen, mit verlässlichen Informationen zu versorgen hat. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch super schön zu sehen, dass sich dann mehr Leute damit auseinandersetzen. Aber wir sind schon auch noch in einer kleinen Blase und bei uns ist das Thema sehr, sehr, sehr präsent. Aber wir merken das jeden Tag aufs Neue, dass so viele Personen noch gar nicht das Thema auf dem Schirm haben. Und da geht es viel noch darum, an die Hand zu nehmen, aufzuklären, Schulungen zu machen, warum ist das wichtig, was will ich eigentlich damit erreichen. Also in unserer Blase ja, aber es hat noch auf jeden Fall nicht genug Aufmerksamkeit, die es eigentlich haben sollte. Es gibt gewisse Ansprüche tatsächlich. Arthur hat die vorhin angesprochen. Ich nenne mal zwei. Die EU-Grundrechtecharta, Artikel 26. Da heißt es, die Union erkennt das Recht von Menschen mit Behinderungen an und achtet auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Integration und ihrer Teilhabe am Leben der Gemeinschaft. Das sind ja alles Aspekte, die wir jetzt hier auch besprochen haben. Dann gibt es auch eine Richtlinie über die Barrierefreiheit im Internet, die ist seit Dezember 2016 in Kraft und soll Menschen mit Behinderungen besseren Zugang ermöglichen zu Websites, zu mobilen Apps. Das ist natürlich ein weiteres Thema. Wenn es um öffentliche Dienste geht, würdet ihr jetzt so blanko sagen, ja, plus, minus, die Berliner Behörden, die Behörden der Bundesrepublik stellen das bereit. Oh Gott, ich sehe schon, dass deine Augen, glaube ich, jetzt sich fünfmal hinter den Lidern überschlagen haben. Vanessa, so schlimm? Ja, weil die... Nur bei den Berliner Behörden oder auch bei allen anderen? Nee, überall. Überall leider. Also es gibt tolle Beispiele von Kommunen, die sich da richtig für einsetzen, aber die meisten, würde ich sagen, machen es nicht. Du hast jetzt so ein paar Gesetze genannt. Das Ding ist, was steckt dahinter, wenn ich das Gesetz nicht erfülle? Mhm. Und da gibt es aktuell keine Strafen für. Das heißt, was oft passiert ist, ja okay, dann bekomme ich irgendwie einen Prüfbericht,
und dann setze ich mich damit auseinander. Oder was zum Beispiel auch bei der BitV, also eine von den Regelungen, die du angesprochen hast, drinsteht, ist die verpflichteten Inhalte für leichte Sprache. Das ist nur, wer sind wir, wie bedient man diese Webseite und die Barrierefreiheitserklärung. Das ist zwar schön und gut, dann weiß ich, wie ich diese Webseite bediene in leichter Sprache, aber sobald ich irgendwohin abspringe, habe ich nichts mehr in leichter Sprache. Das heißt, da wird so ein bisschen versucht, irgendwie die Pflicht einzuhalten, aber ob das wirklich das ist, was der Zielgruppe hilft, würde ich in Frage stellen. Arthur hat vorhin gesprochen von einer grünen Politikerin. Ganz kurz nochmal hier die Abfrage mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben es gleich 8 und müssen zum Ende kommen. Wie sehr ist denn das Thema im politischen Orbit angekommen? Du hattest ja zumindest das Thema mit den Parteiprogrammen. Also es gibt ja das Bedürfnis, die entsprechend umzuformulieren, verständlicher zu machen. Findet ihr Gehör mit eurem Anliegen im Abgeordnetenhaus, im Bundestag, bei den regionalen Abgeordneten, Mandatsträgerinnen? Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Solange es irgendwie der Darstellung dient, ja. Aber de facto nein, ergänze ich. Okay, schließt ihr beide euch an? Ganz so hart würde ich es vielleicht nicht formulieren und es ist auch abhängig von der einzelnen Partei. Einige zeigen da größeres Interesse, für andere ist das Thema, glaube ich, gar nicht existent. Und es sind meistens dann eher Einzelpersonen, die sich da mal mit beschäftigt haben, den Sinn erkennen und dann engagiert hinterher sind, als dass es, glaube ich, so parteiweit auf der Agenda steht. Ja. Jetzt sehen wir, das ist alles noch eine ziemliche Baustelle. Du, Vanessa, hast gerade gesagt, es gibt eine engagierte Bubble, aber sobald man aus der raustritt, führt man so ein Partygespräch, wo dann die nächste Assoziation der Untergang des Abendlandes ist. Was würdet ihr sagen, nennt mal vielleicht jeder von euch ein Ding, was passieren muss, damit dieser Inklusionsgedanke im Sprachlichen und im Informationsfluss berücksichtigt wird? Ihr könnt sagen, entweder was es am nötigsten braucht oder, wenn ihr es lieber ex negativo mögt, was ist das größte Hindernis? Also ich glaube, was wirklich helfen würde, was schwer umzusetzen ist, ist, dass jeder mal sich selbst in die Position bringen würde. Wie würde es mir denn gehen, wenn ich so eine Hürde selber sehen würde? Man kann es vielleicht ansatzweise vergleichen mit einer Fremdsprache, was du auch vorhin gemeint hast, im Französischen. Da stößt man auch schneller mal an seine Grenzen. Aber ich glaube, wenn man selber mal wirklich diese Sichtweise einnehmen könnte, das würde wahnsinnig helfen. Okay, Perspektivwechsel sowieso immer zu empfehlen. Bitte schön. Genau, ich schließe da mal an, weil dann tatsächlich die persönliche Begegnung das A und O ist. Weil es gibt so Vorstellungen von Personen mit diesem Label Lernschwierigkeiten, dass sie aufgrund der Einschränkung der Sprache eingeschränkt denken. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Da ist so viel Kreativität und Komplexität vor allen Dingen vorhanden. Das findet nur einen anderen Ausdruck. Das ist meine Schwierigkeit, die ich öfter mal habe, das zu verstehen. Und mein Deal ist jetzt erstmal laufen zu lassen und dann passiert irgendwas. Und das lerne ich aber nur durch die Zusammenarbeit, die konkrete Zusammenarbeit. Mhm. Und das fehlt massiv. Mhm. Wir können über Diversität in Arbeitsgeschichten mit Personen unterschiedlichster Ausgangslagen sprechen, aber einfach mal die Begegnung stattfinden zu lassen, ohne eine konkrete Vorstellung, was passieren muss. Das fehlt mir tatsächlich. Josefine, hast du noch eine Ergänzung oder haben die beiden schon alles abgeräumt? Es gibt bestimmt viel zu sagen, aber wenn man jetzt so ans Digitale denkt, wäre vielleicht eine Grundvoraussetzung, dass man überall in Deutschland guten Internetempfang hat, um dann hoffentlich dort auch verständliche Informationen vorzufinden. Total verrückt, was ihr euch so ausdenkt. Vielen, vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute Abend da wart und den Abend mit uns verbracht habt. Vielen Dank für eure Gedanken und eure Expertise. Euch allen fürs Kommen, für die Fragen, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren und auch einfach dafür, dass ihr euch bei den Temperaturen durch die Stadt bewegt habt. Ihr könnt es jetzt wieder tun oder aber, damit ihr uns unterwegs dann nicht dehydriert, hier einfach noch was trinken. Ein paar Kalorien liegen auch noch rum. Bedient euch gerne und redet weiter und dann sehen wir uns hoffentlich am letzten Tage des Monats Juli wieder. Das wird der 31. Juli sein. Und da sprechen wir über die stets beliebten Themen Desinformation und Fact-Checking. Vielleicht kurz vor den Landtagswahlen keine schlechte Idee. Euch einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.
Danke sehr.